Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt den Titel bereits gelesen, es geht um den Dodorex. Der Dodorex spawnt auf The Island. Wir fangen erstmal an, ein paar Infos zum Dodorex zu droppen, bevor wir zum exakten Test kommen, welcher Dino, wer gegen ihn kämpfen, welche Strategie. Also der Dodorex spawnt während des Halloween-Events nur auf The Island. Das Ganze, wenn es Nacht wird, wird der Mond so mit so einer Silhouette von ihm besetzt, also da kommt seine Silhouette drauf und dann ist er ab 0 Uhr bis morgens um 7 Uhr auffindbar, also man muss ihn suchen, er spawnt überall, wo halt hier so Strand ist, kann der spawnen, also eigentlich überall, wo auch ein Dodo spawn ist. Es ist auf der Island gefühlt überall, wenn man die Karte aufmacht, hat man einfach überall Flüsse, im Prinzip überall, da könnte er auch spawnen, daher ist es ein sehr relativ großes Gebiet. Man kann natürlich als, ich sag mal, hinnehmen, dass, wenn man ihn sucht, die Halloween-Musik läuft, wenn man in seiner Nähe ist. Das heißt natürlich, wenn ihr jetzt hier seid und der ist da hinten irgendwo, dann hört ihr ihn schon, dann wisst ihr, okay, er ist in der Nähe. Also das ist schon mal ganz gut. Ich guck mal gerade, ob ich euch den Mond mal ganz kurz hier symbolisieren kann, weil ich bei mir auf dem Server bin. Zwar mit einem Testchar, aber wir machen mal den Tag auf 23.59 Uhr und gucken mal, ob wir Glück haben, ob wir Halloween haben. So, seht ihr, der normale orangene Mond während des Halloween-Events. Und jetzt müssten wir eigentlich schon 0 Uhr haben und es ist nichts passiert. So, das heißt, wir haben diese Nacht auf jeden Fall kein Dodorex bei uns da, weil er nicht da ist. Er kommt nur alle 3 Nächte, also da müsste jemand drauf achten. Jetzt wäre die Nacht zum Beispiel keiner da. Ich tue mal ganz kurz erstmal die Nächte weiter durchcheaten, dann sehen wir, wie das aussieht, wenn er da wäre. So sieht das Ganze aus, wenn er dann wirklich auch spawnt. Da haben wir hier dann die Silhouette oben auf dem Mond. Und ich gucke jetzt mal gerade, ob ich ihn durch Zufall jetzt mal fliege. Ich nutze jetzt zwar den Gottmode, weil es ein bisschen schneller fürs Video ist. Ich habe jetzt nur da hier gerade keinen Ton an, das heißt, ich höre nicht, wenn ich ihn jetzt so gesehen überfliegen würde. Ich suche mal ganz kurz einen kleinen Cut ins Video, dann wird es nicht ganz zu lang. So, bei mir hat er hier einfach am Strand rumgegammelt, da seht ihr, er ist auch nicht tameable, auch wenn das in der Mod jetzt, da steht, Leute, er ist auf jeden Fall nicht tameable, keine Sorge. So, das Ding greift mich jetzt gerade nicht an, weil ich im Leave Me Alone bin, weil ich euch gleich zeigen möchte, wie man gegen ihn kämpft. Aber wichtig, er hat immer 666.000 Leben, das ist ganz wichtig, egal wie ihr ihn antrefft, immer 666.000 Leben. Jetzt gibt es ein paar Strategien, die man gegen ihn anwenden kann und die gehen wir hier in dem Video durch. Nebenbei, ich töte ihn mal ganz kurz, dass ihr seht, was er auch droppt. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein paar Dinos vorbereitet. Wenn ich jetzt einmal den Dodorex jetzt hier töte, dann seht ihr, wir bekommen, okay, gerade gar nichts, Vorführeffekt. Okay, also gucken wir mal, ob das Inventar von ihm liegt. Ah, ihr seht's. Hier auf jeden Fall ist ein Inventar. Also haben wir hier die ganzen Skelett-Chibis, die neuen Event-Chibis. Also im Endeffekt droppt der Chibis, Skelett, Ghost und die Halloween-Version oder die halt neu mit Halloween dazugekommen sind. 500 von den Knochen, 500 Scarecrows, 500 Grabsteine und 500 Kürbis. Also zum Event-Ressourcen-Farm lohnt er sich auf jeden Fall. So, jetzt tun wir ein paar Dinos gegen ihn mal kämpfen lassen und schauen mal, welcher der Dinos oder welche Taktik gegen ihn sehr gut funktionieren würde. Vorneweg, es gibt eine Taktik, die ich jetzt hier in dem Video nicht zeige, die habe ich gerade im Nachhinein gelesen. Der Dodorex hat ja diesen Flammenatem, den er einsetzt, der euch gut Damage macht. Wenn ihr gegen den Dodorex kämpft und er ist irgendwo wie meiner eben gerade in Nähe Wasser gewesen, gibt es die Möglichkeit, ihn ins Wasser zu ziehen und mit Basilus anzugreifen oder mit Mosas oder mit Tusos oder mit Plesios würde auch wahrscheinlich gehen. Und im Wasser macht er nicht seinen Flammenatem. Das heißt, wenn ihr gute Wasserdinos habt, zieht ihn auf jeden Fall ins Wasser und macht ihn platt. Ist auch eine Methode, die sehr leicht funktionieren soll. Dann ist eine Sache wichtig, Leute. Ich kann hier in diesem Video nicht 1:1 eure Situation versuchen, irgendwie wiederzuspiegeln. Ich bin hier auf einem Server, hier haben wir alle Werte auf 1, außer dass der Prägungsbonus bei uns minimal erhöht ist, also da ist kein so großer Unterschied. Wenn ihr im lokalen Modus spielt, ist wieder anders geboostet, spielt ihr Office anders geboostet, euer Server, wo ihr drauf spielt, kann ganz anders geboostet sein von Damage. Deswegen ist es da ein bisschen schwer, immer einzuschätzen, genauso wie ihr halt gezüchtet habt. Ja, ich nutze jetzt hier in dem Video einfach nur 150 getamte Dinos, also 225 sind die jetzt hier, die eine 100% Prägung haben. Das heißt, wie wenn ihr einfach nur Babys gemacht hättet. Ich habe da nicht auf Damage geachtet, nicht auf Leben geachtet, das sind einfach nur ganz normale Standard einmal gezüchtet. Das heißt, habt ihr wahrscheinlich Zucht am Laufen, sind eure Dinos wesentlich stärker, deswegen
haben wir ja Schadenszahlen an, dass ihr jetzt ein bisschen abschätzen könnt. So, als erste Taktik, die ich dieses Jahr probieren möchte, ist der Kano. Denn der Kano hat letztes Jahr gegen ihn Blutungsschaden gemacht und man konnte durch den Blutungsschaden ihn relativ einfach besiegen. Und ich habe jetzt mal vorbereitet einen, das ist der hohe, warte, wir probieren erstmal den bisschen loweren aus, weil der hat nämlich einen guten Sattel. Kommst du wieder mal rein? So. Ich habe hier vorbereitet einen mit einem Standardsattel. Es ist im Prinzip ein ganz normaler Kano, wie gesagt 225, geprägt und ihr seht oben, er hat 45 Level-Ups in Leben bekommen. Und damit starten wir. 16,9k Leben, wir haben einen ganz normalen Standard-Sattel mit 25% und wir schauen mal, ob der gegen einen Dodorex kämpfen könnte. So, dann schauen wir doch mal, wenn wir den jetzt gegeneinander kämpfen lassen, ob er... Möchtest du dieses Ziel angreifen? Ah, geht doch. So, sehen wir, der Dodorex bekommt dieses Jahr keinen Blutungsschaden. Ich kann nochmal die Admin-Gun kurz rausholen. Und wir schauen nach. Und wir sehen, nö, hier ist nirgendwo ein Blutungsschaden drauf. Das heißt, unser Kano macht keinen Blutungsschaden. Ist echt ein bisschen traurig. Muss man ja sagen, aber ich sehe gar keine Damage-Zahlen. Warum sind keine Damage-Zahlen natürlich aktiv? Hä? Backt das bei dem rum? Okay. Also ihr seht auf jeden Fall, also ein Kano wird sehr wahrscheinlich, ja, nicht gut gegen den Dodorex funktionieren. Weil ihr seht, auch wenn der jetzt aktuell ein bisschen abgelenkt ist und nicht unbedingt nur meinen Dino angreift, hat der Kano jetzt eigentlich keine größere Chance. Also der Kano hat jetzt noch, es hat ein Leben. Er hat jetzt zwar erst 2k verloren, aber ihr seht trotzdem, vom Leben her gegen den Dodorex macht das leider nicht so viel Sinn. Wie gesagt, letztes Jahr hat der Blutungsschaden noch funktioniert und da war das noch eine andere Sache, weil natürlich das viel krasser getickt hat, aber das haben sie anscheinend jetzt rausgenommen, was schade ist. Finde ich sehr, sehr schade, dass sie das rausgenommen haben. Der Blutungsschaden daher ist ja schon mal uninteressant. So, dann gehen wir mal eine Stufe höher und packen mal drei Alus aus, würde ich mal sagen. Mal ein Dreierrudel Alus. Einfach mal gucken, wie weit diese kommen. So. Vielleicht werde ich am Ende nochmal so meine Empfehlung für den Taktik mal mit reinbringen, was man gegen ihn einsetzen könnte. Wir probieren jetzt mal ganz kurz die Dinos ein bisschen durch und danach würde ich sagen, schauen wir mal, welche Taktik die sinnvollste ist. So. Auch drei gegen den Dodorex und mal schauen, ob das einen Unterschied macht, wenn die drei kämpfen. Mich wundert nur, warum keine Damage-Zahlen an sind, obwohl wir auf unserem normalen Server stehen. Aber ihr seht auf jeden Fall vom Leben her schon mal einen Unterschied. Achso, bei den Alus auch nebenbei, die haben, ihr seht, so knapp 10k Leben, sind auf jeden Fall auf Damage gelevelt oder im Ganzen auf Leben gewesen, waren geprägt, also jetzt keine super starken Alus. Sieht auch ein Dreierrudel Alu macht nicht viel Damage gegen den Dodorex. Also wir haben jetzt mal gerade so 20k abgezogen. Das ist nicht so viel, muss man ja mal sagen. Ich hätte jetzt gedacht, die wird ein bisschen... Ja gut, aber auch da wird wahrscheinlich auch der Blutungsschaden des Alphas nicht zählen, weil der ja im Endeffekt auch nicht mehr funktioniert. Ja, guck mal, 30k haben wir jetzt abgezogen. Die Alus haben ein bisschen weniger als Haar, aber sag mal so, sie machen zumindest mehr Damage. Also ich sag mal, die unter 600k werden sie ihn wahrscheinlich noch kriegen und könnten da ja schon eine Alternative sein, mitzunehmen als Fußvolk, sage ich mal, wenn ihr mit mehreren gegen den Dodorex kämpfen wollt, wenn ihr damit wirklich mit einer großen Mannschaft antreten wollt, sind Alus auf jeden Fall in Ordnung. Wie gesagt, wenn ihr vielleicht sagt, ihr wollt das Ganze schnell und einfach regeln, dann sind wahrscheinlich Alus nicht unbedingt die beste Möglichkeit. Wie gesagt, sehen wir, haben jetzt mal knapp 60k runter. Die Alus haben einen kleinen Vorteil wegen dem Wendekreis. Ihr seht, der Dodorex muss öfter einfach immer im Kreis laufen, um die irgendwie treffen zu können. Weil das Kämpfen vom Dodorex, ja. Aber ihr seht, die 600k wird es auf jeden Fall erreicht. Und, ja. Ich lasse mal ganz kurz laufen, unkommentiert und spult einfach mal ganz kurz, dass ihr seht, wie viel Leben die auf jeden Fall am Ende noch hat. Ich tue mal hier das Leben mit der Admin-Gun anzeigen, da sieht man es ein bisschen besser. Da haben wir oben nämlich jetzt die Damage, die Lebenszahl vom Dodorex nämlich jetzt stehen. Und ich spule es am Ende einfach mal ganz kurz runter,
bis der Bosskampf fertig ist. Oder wir können es auch sogar selber beschleunigen. Es gibt dafür ja einen Cheat. War das nicht Cheat? Slow-mo 20? Ah. Gucken wir doch mal. Wir machen wieder mal auf Standard. Nicht, dass gleich jemand hier sagt, was ist denn hier los? So, gucken wir mal, wie unsere Alu sieht. Relativ blutig aus. Da haben wir unsere Alu, was noch so 1k Leben. Also, der eine Alu hat sogar fast noch Full mit 5,1. Okay, krass. Also, die haben auf jeden Fall einen Standardsattel an. Aber ihr seht, also ein Dodo Rex bekommt die schon recht weit runter, muss man mal sagen. Also, ob das mit der Hitbox vielleicht zu tun hat, ob das die Alus zu klein sind, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das ist. Aber es ist schon unerwartet, also mega unerwartet, dass sie so lange gehen, den überleben. Da ist der erste Alu auf jeden Fall schon mal gestorben. Krass, okay. Ich bin überrascht. Also, wieder so mitnehmen auf jeden Fall, nicht verkehrt. So knapp 400k. Haben sie jetzt runterbekommen, der Alu, der schüttelt gleich der zweite Alu, dann ist auch Mate Boosted weg. Komm, ich mach den mal jetzt down. So, sagen wir mal, sie kommen auf jeden Fall Richtung 400k. Was schon echt überraschend ist. Ich will das Video nicht zu lange ziehen, Leute. Was wir jetzt probieren, sind mal zwei Megalos, weil wir können ja auch nachts gegen den kämpfen. Was mich auch mal interessieren würde, ist, weil man kämpft ja eigentlich gegen ihn nachts, das kommt ja dazu, es ist ja eigentlich immer Nacht, wenn man gegen ihn kämpft. So. Jetzt müsstet ihr eigentlich aufwachen. Ah, jetzt wachen sie auf. So. Probieren wir aus. Megalos gegen Nodorex, Leute. Was meint ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare. So. Megalo gegen Nodorex. Ich bin gespannt. Verdammt gespannt irgendwie. Auch da wahrscheinlich das Hitboxen-Problem, dass die so klein sind. Jetzt was man sieht, guck mal, der hat übel sein Problem. Obwohl, na ja gut, die Hitten, die bekommen ganz gut damit. Nee, alles gut. Hitbox-Problem haben wir, glaube ich, nicht. Wenn man mal das Leben der Megas anguckt, die haben jetzt schon teilweise 4k Leben verloren. Die werden nicht lange überlegen. Ich weiß nicht, was für den Alus gerade das Problem war. Warum die Alus so lange überlebt haben, aber die Megalos machen zwar ganz guten Schaden, wir haben jetzt fast schon 60k verloren, also muss man sagen, die hauen echt gut zu gerade. Also immer Mate Boosted, auch ganz wichtig, Leute, ich benutze die immer in Mate Boosted. Natürlich, weil sie dann noch ein bisschen mehr Damage machen. Und das ist schon. Was wir zum Ausprobieren sind auf jeden Fall mal. Wir lassen die mal am Leben. Wir machen jetzt hier mal ein Video. Einfach mal so einen Test mit mehreren Dinos. Komm, Leute, wir hauen einfach ein paar mehr raus. Das Video geht sonst einfach viel, viel zu lang. Rexe kommt hier mal raus. Wir machen mal so eine ganz gute Mischung hier. Rexe. Wir haben jetzt die Megalos noch draußen. Wir packen jetzt hier mal zwei Terrys dazu. Zack. Die Terrys dazu. Die Megalos haben wir gesagt, haben wir da. Dann packen wir nochmal zwei Shadows raus. Zack. Die haben wir auch nochmal hier dazu. Zack. Also eine ganz kleine Mini-Armee. So. Und danach würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz zur Mini-Taktik-Besprechung. So, Dodorex auf ein neues, dieses Ziel angreifen. Schauen wir doch mal, was jetzt so eine kleine Armee an Dinos gegen ihn anrichten kann. Wir sehen auf jeden Fall, der Shadow-Mane-Debuff, dass er weniger Damage macht, funktioniert auf jeden Fall. Auch vom Shadow, die Angriffe, die funktionieren auf jeden Fall. Sehr interessant. Auch ganz wichtig, mit dem Shadow immer in der Nähe von Wasser kämpfen, weil der eigene Shadow dann diesen Neptun-Segen hier bekommt und mehr Damage macht, was auf jeden Fall sehr, sehr praktisch ist gegen den Dodorex. Also wenn ihr da Möglichkeiten habt, einfach am Wasser ran zu kämpfen. Und ihr seht auf jeden Fall, das ist schon mal anscheinend ganz okay. Die Rexe relativ groß, ihr seht's, dadurch, dass die haben wahrscheinlich eine ganz andere Hitbox. Als vergleichsweise einfach hier so ein kleiner Terry, der hat wesentlich weniger Damage bis jetzt abbekommen. Das wird, ich denke, sehr wahrscheinlich an der Hitbox liegen, dass der Dodorex bei den kleineren Tieren nicht immer treffen kann. Das kennt man ja von anderen Dinos auch, die ein bisschen Probleme haben. Vielleicht schieben sie ihn hier ein bisschen ins Wasser. Ich denke, dass unsere Shadows zuerst sterben werden. Und die Megalos leben ja immer noch. Und die haben schon mal gegen ihn gekämpft. Also ich denke, mit einer gewissen Anzahl Dinos ist es auf jeden Fall machbar,
ihn zu siegen. Wir machen jetzt schon ein bisschen Taktikbesprechung, Leute. Also ein Reck schon mal down nebenbei. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt hingehen, ihr lockt ihn ins Wasser, nimmt einen Basilo, nimmt eine Dino-Armee mit. Generell, wenn ihr Boss-Dinos habt, einfach Boss-Dinos mitnehmen. Seht ihr ja. Eine gewisse Anzahl Dinos reicht auf jeden Fall, um gegen ihn zu kämpfen. Blutungsschaden bringt anscheinend nichts, aber der Shadow-Debuff funktioniert. Dann gehen natürlich auch Sachen wie offenen Quetschstellen runterschießen. Natürlich auch eine Option. Tech-Brust fliegen, runterschießen, natürlich eine Option. Juti, wenn ihr jetzt dabei seid und lasst eure Dinos ohne euch kämpfen, so wie ich es jetzt prinzipiell jetzt gerade machen würde, spielt ihr selber einfach in Juti und bufft eure Tiere, dass sie noch mehr Damage machen. Auch eine Option zum Beispiel. Oder wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, einer auf jeden Fall einen Juti-Spielen macht schon Sinn. Natürlich würden auch Gigas gehen, Leute. Man kann auch mit Gigas den Boss machen, das habe ich jetzt hier gerade nicht vorgeführt, weil mit einem Giga ist es nicht schwer. Nehmt ihr 2-3 Giga mit, Mate boostet, vielleicht nicht unbedingt einen Standardsattel, weil ihr wahrscheinlich als Giga jeden Hit abbekommt wegen der Größe und ihr kloppt das Ding einfach rum. Ganz einfach. Giga ist einfach Giga, Leute. Muss man dazu sagen, ist das wirklich so. Ich persönlich, meine Empfehlung wäre, nehmt einfach ein paar Dinos mit, also eine gewisse Menge, so wie jetzt hier, und lasst die einfach gegen ihn kämpfen. Was auch funktionieren soll, habe ich aber noch nicht getestet, das packen wir jetzt mal gerade hier aus, so als kleine Unterstützung, wäre mit einem Managam ihn zu freezen. Gucken wir, ob es funktioniert. Habe ich noch nicht ausprobiert gehabt. So, gehen wir mal hin. Und schauen wir mal, ob wir ihn einfrieren können. Und anscheinend geht das auch nicht. Stand auf jeden Fall mal auf irgendeiner Seite, dass das funktionieren sollte, seht ihr. Aber funktioniert nicht. Wir hitten ihn die ganze Zeit, juckt ihn nicht. Also das funktioniert auch nicht, wenn man das mal gelesen hat, mit Managam einfrieren, geht nicht. So, also dies haben sie auf jeden Fall ein bisschen was an ihm gepatcht, habe ich das Gefühl. Aber ihr seht, die kleinen Dinos hier, die haben irgendwie, bei denen läuft's, muss man mal sagen. Also Dodrex wird wahrscheinlich gleich sterben oder wenn nicht, war das sehr knapp und ich hatte gerade 2 Terrys, 2 Megalos, 2 Shadows und 2 Rex dabei, Leute. Also jetzt nicht unbedingt die krassesten Dinos und ihr seht, ohne meine Einwirkung fighten die einfach und machen die Blatt. Waren alle Mate boosted, wie gesagt, das ist ganz wichtig. Ja, wie gesagt, und sonst, habe ich ja schon gesagt, Leute, alle 3 Ingame-Tage darauf achten, dass der Mond hier eine Dodrex-Silhouette hat um 0 Uhr. Spawnt er, sucht ihn, morgens um 7 despawnt er, ihr bekommt auf dem Server auch eine Meldung, dass der Dodurex despawnt ist. Und dann würde ich sagen, oh, ein Shadow ist gestorben, war es an der Stelle mit dem Video. Es ist nicht schwer, wenn man die richtige Herangehensweise macht. Klar, das ist ein Boss, hat 666k Leben, das darf man nicht vergessen, aber wenn ihr gute Sättel mitnimmt, ob ihr die Dinos ein bisschen levelt, ein bisschen gezüchtete, vielleicht geprägt. Die Masse macht es auf jeden Fall aus und dann ist ja schon machbar. Also Leute, macht euch keinen Stress, ihr kriegt das schon hin und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr den Boss falsch macht. Vielleicht habt ihr noch eine bessere Taktik, die ich jetzt hier nicht beachtet habe und dann sehen wir uns hoffentlich im anderen Video wieder. Bis denne und ciao. Dass du eingeschaltet hast, nur für mich. Denn ohne den Support schaff ich es nicht. Lass mir ein Abo da, dann verpasst du auch nichts. Seine News, Shario hat sie für dich. Für dich.